Ja, moin moin, hallo, herzlich willkommen zum ersten Tag in Woche Nummer 6. Ihr seht, heute gibt es wieder mal Intervalle. Endlich, ich habe mal wieder Bock drauf. Auf dem Plan stehen 8x400 in 3,15er Schnitt mit 400 Meter Trabpause. Also immer eine Runde schnell, eine Runde langsam, das 8x. Ich mache 10x, weil ich die Zahl einfach schöner finde. Ich probiere es mal, ob ich das hinbekomme. Das Wetter ist noch trocken, kann sich ja gleich ändern. Los geht's. So, ich bin zufrieden. 10x400, alle unter 3,10er Schnitt mit 400 Meter Trabpause. Das war der erste Tag von 6 diese Woche. Ich bin zufrieden. Morgen geht's weiter. Bis dann. Nächster Trainingstag in der Woche Nummer 6. Heute gibt es 10 Kilometer in 75-80% HF. Das ist ungefähr eine 4,15 im Schnitt, plus minus, schauen wir mal. Das Wetter ist heute viel besser als gestern. Ist auch eine kleine Herausforderung, immer jeden Tag ein bisschen anders. Ja, los geht's. So, das war die zweite Einheit. 10 Kilometer in 4,23er Schnitt, 78% HF. Das war ganz schön schwer, die Intervalle von gestern, die steckten noch in den Beinen. Aber gut, ich habe es geschafft und jetzt gibt es erstmal ein alkoholfreies Bier und einen Döner. Denn Döner macht schöne. So, nächster Trainingstag in Woche Nummer 6. Heute gibt es 15 Kilometer in 80-85% HF. Das Ganze in neuen Schuhen, nämlich die Brooks Pur Grit 5. Danke an Brooks, dass ich die mal testen darf. Da habe ich ein extra Video zu gemacht, könnt ihr euch ja mal angucken. Ich laufe mal los. Und die nächste Einheit geschafft. 15 Kilometer in 4,24er Schnitt, 82% HF. War wieder ganz schön schwer, die zu halten. Ne? Die Intervalle sind noch in den Beinen, man merkt das. Morgen geht's weiter. Bis denn. So, nächster Trainingstag. 14 Kilometer in 75-80% HF fallen heute aus für mich. Mein rechtes Sprunggelenk, das zieht ein wenig, aber nichtsdestotrotz habe ich mir überlegt, ich mache mal ein paar Stabi- und Kraftübungen. Da hänge ich sowieso hinterher. Los geht's. Boah, das tut so weh, ne? So, gestern war Laufpause, heute geht's weiter. 3 Kilometer einlaufen, 10 Kilometer in 85-88% HF, also wird eine schnellere Geschichte heute. Und dann wieder 3 Kilometer auslaufen. Hier die schnellen Socken an, mal gucken, ob es eine unter 40er Zeit wird. Los geht's. Ja, ihr seht selbst, unter 40 Minuten bin ich geblieben, 37,44, fast die PB geknackt. Zum Schluss ging es aber am Berg hoch, naja. Ja, ich glaube, der Pausentag gestern war genau die richtige Entscheidung. Ich bin zufrieden damit, es hat sich heute gezeigt, es hat heute wieder Bock gemacht. Und morgen dann letzte Einheit in Woche Nummer 6. Aber weiter geht's. So, letzter Lauf der Woche, 20 Kilometer, 70-75% HF. Es ist wieder so ein bisschen gewittrig, schwül, schauen wir mal. Einfach loslaufen. Herzlich willkommen in Schleswig-Holstein. So, das war die letzte Einheit der Woche Nummer 6. 20 Kilometer in 4,52er Schnitt. Ist natürlich klar, dass der Regen aufhört, wenn man zu Hause ist. Sonst bin ich zufrieden mit der Woche. Klar, die eine Einheit, die habe ich sausen lassen, aber mit dem schnellen 10er gestern war das, glaube ich, die richtige Entscheidung. Ansonsten, wenn ihr Bock auf einen Livestream habt, schreibt das mal in die Kommentare, dann können wir mal wieder eine Runde quatschen, dann suchen wir uns mal ein Datum raus und machen das einfach. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, abonniert den Kanal. Wenn ihr mich weiter noch ein bisschen verfolgen wollt, könnt ihr das auch per Instagram machen, da heiße ich so. Und ich wünsche euch erstmal einen schönen Abend, bis nächste Woche, euer Tonschwätzer. Ciao.